Hi, ich bin auf dem Parkplatz des Betriebsgelände und ja, heute gebe ich die Kündigung ab. Schon ein komisches Gefühl, fühlt sich komisch an. Machen wir mal Cut, machen wir mal Schluss. Hallo zusammen. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal ein spontanes Video. Dieses Video betrifft hauptsächlich meine Familie, in erster Linie meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, ja, Ex-Arbeitskollegen. Und ja, ich wollte noch, ja, nochmal im Video ein großes Dankeschön aussprechen, einfach an all diejenigen, die an mich ja, an diesem Tag gedacht haben und mir ja, diese ganze Segenswünsche, sage ich mal, überreicht haben in Bild, Video und Schriftform. Ja, manch einer hat auch angerufen. Ich möchte euch allen Danke sagen. Es ist so, wie ich in meinem Telegram-Kanal schon beschrieben habe. Früher oder als ich noch in Deutschland war, hat mich das nicht so bewegt irgendwie, aber hier ist das irgendwie anders. Also gerade an so einem Tag, ja, an meinem Geburtstag, es muss ich auch gestehen, es drückt irgendwo leicht auf die Tränendrüse, sage ich mal so, ja. Also die Gefühle, ja, die Gefühlsschwankungen oder wie sagt man da, dieses, es ist einem schon sehr nah und man hat auch teilweise das Gefühl, also so empfinde ich das jetzt gerade, dass man teilweise doch näher ist, als man das in Deutschland gefühlt hat, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht vermisse ich Deutschland und vielleicht ist das alles so. Ja, ich weiß es nicht. Aber ja, ich wollte einfach nur Danke sagen. Dank an meine Eltern, dass die mir mein Leben geschenkt haben, dass die mich großgezogen haben, dass die mir so vieles ermöglicht haben und genau, dass ich ein Teil dieser Familie sein durfte. Danke, ja. Dank an meine Geschwister, die mir immer stets zur Seite gestanden haben und immer geholfen haben, sei es Baustelle oder sonst irgendwelche Situationen. Soweit die mir helfen konnten, haben die mir geholfen und dafür bin ich euch auch sehr dankbar. Ja. Ich wollte es einfach nochmal, sage ich mal, betonen, ja, und nochmal persönlich an euch weiterreichen und euch einfach allen sagen, dass ich euch vermisse, dass ich euch sehr lieb habe. Ja. Meine Freunde, meine Verwandten, meine Arbeitskollegen, euch alle, ja. Ich könnte jetzt Namen nennen, aber das würde den Rahmen sprengen. Ich würde dann ein Video über mehrere Stunden machen müssen. Deswegen, ich mach's mal kurz. Einfach nur Danke. Danke, dass ihr für mich da seid, ja. Danke, dass ihr zur Seite steht und dass ich ein Teil von euch sein darf, ja. Und euch genauso, wie ihr mir alles gewünscht habt, das Gute, ja, euch auch Gottes Segen, ja, das ist das Wichtigste, dass Gott euch segnet, eure Familien, Gesundheit, dass alles, was ihr vorhabt, dass es in Erfüllung geht, dass es euch gelingt, ja, und das Allerwichtigste, was mich jetzt gerade, sage ich mal, ja, zum Nachdenken bringt, sage ich mal, oder was mich gerade jetzt so bewegt, dass
Der Gedanke bewegt mich. Ich möchte, ich hoffe, dass wir uns nochmal alle zusammen sehen können und auf dieser Erde, sage ich mal, ja, und dass wir uns umarmen und uns drücken können, ja. Also das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Also, so, in diesem Sinne möchte ich Schluss machen, sonst fange ich hier an zu weinen. Ich muss weitermachen. Heute erwarten wir Gäste. Meine Freunde, die ich jetzt schon hier in Paraguay kennengelernt habe. Und wir werden in kleiner Runde meinen Geburtstag feiern. Ich sage noch allen, auch Abonnenten, alle, die dazugestoßen sind, danke, dass du dabei bist. Danke, dass du uns mit deinen Kommentaren und deinen Tipps und Tricks, weil ich habe von vielen Sachen hier einfach keine Ahnung, und dass du uns unterstützt. Und euch genauso wie meiner Familie auch nur das Beste. Ich wünsche euch allen nur das Gute, dass bei euch auch alles gelingt und alles klappt, so wie ihr euch das vorstellt. Danke, dass ihr dabei seid. Danke. Danke, danke, danke. Ich kann es nicht oft genug betonen. Danke, danke. In diesem Sinne, macht's gut, und bis zum nächsten Mal.